meine Süßen, wie versprochen bekommt ihr jetzt auch ein Collection-Video über meine Longchamp-Kollektion. Und zwar ist Longchamp, wie ihr seht, ich habe auch davon einige Taschen. Naja, neben Louis Vuitton meine zweite Lieblingsmarke. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich denke irgendwie durch die Farben, weil Louis Vuitton ist ja sehr, sehr, sehr klassisch, also in braun gehalten und in hell und oder ganz dunkel in dem Damier Ben Muster. Und auf jeden Fall habe ich wahrscheinlich deswegen hier diese ganzen Knall- und Flashfarben oder wie sie heißen. Und ja. Nun gut, ich habe klassisch wie wahrscheinlich jeder zweite Mensch, mir ist mal aufgefallen übrigens, ich laufe schon mal auf der Kühe und hin und her und da fällt mir auf, dass entweder ein Mädel eine Louis Vuitton Tasche, eine Speedy meistens, oder halt eine Longchamp Le Pliage in der Hand hat. Naja, das kommt wahrscheinlich daher, weil die Traveler Edition von der Longchamp natürlich auch sehr günstig ist, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe das einfach im Vergleich, wenn wir die Speedy dazu sehen vom Preis her, wo der Preis ja schon, glaube ich, über 500 Euro liegt. Und so einer Longchamp, die hierbei übrigens bei 50 Euro liegt, ich glaube auch immer noch. Das ist relativ preisstabil im Gegensatz zu Louis Vuitton. Also bedenkt, Louis Vuitton, irgendwie die Preise gehen jedes halbe Jahr oder so immer wieder nach oben. Bei Longchamp ist mir das jetzt noch nicht so stark aufgefallen. Ja, auf jeden Fall für jede Frau oder die so taschenbegeistert ist wie ich, ist Longchamp auf jeden Fall auch eine gute Investition. Und ich habe die Le Pliage natürlich in der Größe S, in der Größe M mit den kurzen Henkeln und in der Größe Shopping in 2. Und bei der, das ist ja so ein Nylon-Material, das ist leider von innen halt nicht so schön. Und auch nur so ein kleines Täschchen, aber dafür könnt ihr die einfach zusammenfalten. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber man kann sich auch eine Longchamp nach Maß machen. Und diese habe ich mir mal bestellt. Wie ihr seht, meine Liebe zu rosa, naja, ist das völlig übertrieben. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein rosa Tuch an, also ich möchte gar nichts mehr darüber sagen. Auf jeden Fall ist es eine Le Pliage nach Maß in der kleinsten Größe. Kann man bestellen, dauert glaube ich 6 Wochen, bis sie dann ankommt. Und da kann man die Farben einfach wild auseinander, hier in der Mitte kann man die Farbe wählen, hier außen kann man die Farbe wählen. Dann kann man die Applikationen also wählen, ob man in Bronze oder in Silber oder Gold. Dann kann man hier auch noch seinen Namen einsticken lassen oder, also hier oben wird er, glaube ich, reingebrannt und hier unten wird er reingestickt. Ja, das fand ich aber nicht so toll. Ich meine vor allen Dingen, wenn man die Tasche auch nochmal verkaufen will. Ich hatte mal eine aus dieser Planet-Serie, heißt es, glaube ich, in komplett blau. Dabei sind die Henkel, also ich hatte das in dunkelblau und dabei sind die Henkel und alles in der gleichen Farbe wie die Tasche. So wie hierbei, zum Vergleich. Aber ich habe sie dann irgendwann wieder verkauft, weil ich wollte mir auch wieder eine neue kaufen. Und dann kann es auch schon mal sein, dass ich die einfach wieder loswerden möchte. Und dann verkaufe ich die, naja, so wie bei meinen Hugo Boss Taschen, was der Fall war. Ja, was kann ich euch noch sagen? Es gibt auch noch so Sondermodelle wie hier. Das ist ein Sondermodell, da bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil ich ja, wie ihr auch an meinem Tuch seht, ich liebe ja so Animal Prints. Und ja, das Schöne an Longchamp ist, dass wirklich für jeden was dabei ist. Wenn man halt vielleicht nicht so viel Geld hat, dann kann man sich so eine aus der Traveler Edition kaufen, die Le Pliage. Und wenn man, naja, mehr Geld ausgeben will, diese hier kostet, wenn man, nur um zu vergleichen, an die 600, also 585 Euro im Moment. Und ich glaube, die hat auch ungefähr das gleiche ungefähr gekostet. Diese kleine, das ist auch sozusagen eine Le Pliage, aber aus pinkem Leder, wie ihr seht. Ja, können wir da irgendwas dran erkennen? Nein, leider nicht. Ja, ganz süß eigentlich. Ja, Longchamp hat auch wirklich viele Ledersachen und auch
für meine Begriffe, außer vielleicht diese Tasche, erschwinglich. Das heißt, ich habe mir für meinen Schlüssel auch schon mal so ein Etui gekauft. Gibt es auch in verschiedenen Farben, passend zu euren Taschen. Was das Schöne ist, darüber habe ich noch kein Video gemacht, werde ich aber bald. Ich habe mir dann auch noch zu meiner, weil ich ja die Gatsby-Kollektion so sehr liebe, ein Armband gekauft. Und darauf ist, wie ihr seht, die berühmte Gatsby-Schnalle. Ja, musste ich natürlich auch haben, weil ich liebe ja Gatsby und habe nur darauf gewartet, dass es diese tollen Flashfarben gibt. Ja, auf jeden Fall habe ich diese. Und ja, da habt ihr ja letztens auch mein Video gesehen. Das ist ja meine Gatsby Exotic, wie ich ja schon erwähnt habe, Animal Prints I Like. Oder besser gesagt, I Love. I'm obsessed. Egal, auf jeden Fall... hier ist auch noch ein Schulterriemen bei, wie ihr ja auch wisst. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausführungen. Ich habe auch noch hier diese so als Schultertasche zum Überhängen. Ja, das ist eigentlich wie man mag. Und ich habe jetzt noch keinen neuen, noch nichts Neues geplant bei Longchamp zu kaufen. Eigentlich vielleicht eventuell ein Portemonnaie. Das weiß ich aber noch nicht genau. Weil im Moment in der aktuellen Kollektion ist halt so ein tiefblau, was sehr, sehr krass ist. Aber da blau meine Lieblingsfarbe ist, überlege ich die ganze Zeit, ob ich nicht so ein Portemonnaie kaufen soll. Was natürlich auch in diesem Exotic-Muster ist. Und was kann ich zu Longchamp sagen? Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich davon so begeistert bin. Aber wahrscheinlich... Ja, gibt es für manche Dinge einfach auch keine Begründung. Man hat sie einfach und man liebt sie. Ja, und deswegen, das ist meine Longchamp-Kollektion. Was ich noch sagen kann, die benutze ich meistens, wenn ich halt abends schön essen gehe. Oder mal ein bisschen shoppen in der Stadt, aber halt, wenn ich halt nichts dabei habe. Oder vielleicht, wenn ich... arbeiten gehe neben der Uni. Wie gesagt, ich muss auch arbeiten für mein Geld und dann geht halt mein ganzes Geld in Taschen. Lohnende Investition meiner Meinung nach. Wenn man in der Uni ist und vielleicht auch nicht unbedingt auffallen will, dann sollte man vielleicht so eine größere wählen mit langen Henkeln. Ist auch super praktisch. Deswegen habe ich mir die auch, weil ich ja auffallen will und ich in Düsseldorf bin, diese gekauft. Naja. Und ansonsten, die finde ich eher ein bisschen unpraktisch, weil da passt viel rein. Aber ich bin nicht so stark, ich kann ja nicht so viel tragen. Zur Info, wenn ich eine Tasche habe, da muss eigentlich nur reinpassen. Deswegen reicht diese mir die meiste Zeit aus. Ein Portemonnaie, mein Handy, meine Schlüssel, ein Labello. Lass mich überlegen, ich glaube, sonst nichts mehr. Noch ein kleiner Schirm. Das war's. Nun gut, dann hoffe ich, das hat euch ein bisschen geholfen und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye!